So, ich wärme mich jetzt hier fürs Bankdrücken auf und ich sag euch, wie soll man sich da konzentrieren? Muss sie unbedingt hier vor mir ihr rumänisches Kreuz hier machen. Zwei Kumpels aus Dortmund sind zu Besuch, der Basti und der Domi. Und wir arbeiten ein bisschen hier an dem Projekt, was ich mal kurz angesprochen habe. Das Wichtigste ist natürlich immer Essen und Scheppern. Ja? Lilly Burger ist so die beste Adresse auf jeden Fall in Berlin, wo man einen guten Burger bekommt. Also ihr seid ja auch Nachwuchs-Bodybuilder. Ihr seid ja westfälische Meister. Wir sind, ja. Das kann man auf jeden Fall machen. Tada, da ist er. Nee, da geht es mehr. Okay, bist du schwer? Sieht gut aus, oder? Vor allem mit dem Donut oben. Nicht schlecht, muss man sagen. Guck mal, wie süß unsere aussehen dagegen. Und ich krieg den eh schon hier auf. Ja, Christoph, wie läuft's? Ja, hart, ne? Du hast den nur zerfleddert, hast du den. Du musst doch Salat essen, Christoph. Ab in Beast-Mode und essen. Ja, das finde ich cool. Ich möchte auch immer mal wieder an die Afrika-Videos erinnern, dass man auch einfach nicht im Überfluss lebt. Das ist wichtig. Bescheidenheit. So, zu guter Letzt gibt's hier nochmal frittierte Wunder. Wie heißt das? Wunderbar. Frittierte Wunderbar und Snickers. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon bestimmt 6000 Kalorien jetzt drin. Da geht das auch noch. Oh. So, das waren mal easy 6000 Kalorien mindestens. Den beiden Kumpels hier aus dem Ruhrpott muss man ja mal zeigen, wo man einen guten Burger kriegt. Auf jeden Fall lustig. Also wenn ihr mal hier in Berlin seid, ein bisschen Erlebnis beim Essen haben wollt, dann kann ich euch hier das auf jeden Fall empfehlen. Dann guckt da mal vorbei. Man darf das einmal machen, so ein bisschen eklig. Aber wie gesagt, grundlegend ist das nicht mein Stil. Aber das war schon einmal geil. Also einmal war es geil. Und solange man noch Massephase macht, darf man das auch noch ausnutzen und einmal mitnehmen. Und ich hatte zum Glück auch noch viele Kalorien übrig und hätte nicht gedacht, dass ich heute noch easy drüber komme. So muss das sein. Ja, und so sieht das dann aus, liebe Sportsfreunde, hier Homeoffice. Hier unten wird immer alles aufgeschrieben. Das ist die harte Arbeit. Ja, ich bin work. Ja gut, so viel steht da noch nicht, aber wir haben tatsächlich, darunter steht schon was. Büro ist dann bei mir in meiner kleinen Bude so ein bisschen, aber man improvisiert dann und man fängt immer mal klein an. Ja, man fängt öfters mal auch wieder von vorne an, aber ja, gehört dazu, ne? Und dementsprechend, so wie es halt, wir machen das ganze Wochenende, hasseln wir durch. Schön Steak bestellt, Pasta bestellt. Ja, sieht doch ganz gut aus, oder? Und so sieht bei mir ein Samstagabend bzw. Samstagnacht oft aus. Wir haben jetzt 20 vor 1 und ich schneide Video. Und ich komme dann nachts oft in so einen Workflow, dass ich schneide, noch was knabber. Und ich kann einfach wirklich am effektivsten arbeiten bzw. Video schneiden, dann so wirklich über die Nacht, um mit was zu essen. Dann geht es ganz gut so, ne? Ihr seht mich gerade bei meiner Lieblingsbeschäftigung, Geschenke einpacken. Ich kann das überhaupt gar nicht. Ich hasse das wie die Pest. Guck mal, wie das bei mir aussieht. Oder hier, einfach nur richtig beschissen. Dann habe ich noch sowas hier gekauft, das kriege ich sowieso nicht dran. Naja, am Ende reißt man die Dinger sowieso auf. Ich weiß noch, zu meiner Schwester, die hatte Geburtstag, habe ich ein bisschen was besorgt und dann wollten wir noch zusammen, ich mit ihr und meiner kleinen Nichte, ein bisschen Raps machen. Das ist ja diese gefüllten Dinger mit ein bisschen was zu essen. Okay, Robby, was kommt in den Wrap rein? Was haben wir hier? Was kommt da noch rein? Käse. Was ist das? Käse. Käse, Pizzakäse? Was ist das hier? Cookie. Cookie? Hör auf, Robby. Das ist nicht Cookie, das ist eine Gurke. Avocado, ne? Avocado. Das Grüne, das hier kennst du aber. Was ist das? Mais. Dann haben wir hier Pute haben wir. Wir machen eine frische Soße aus kleinen Cherry-Tomaten und dann noch ein bisschen was würzen. Tomaten und das, ne? Hast du schon Hunger, oder Robby? Ja. Lecker, oder? Richtig reinhauen, oder? Man kann jetzt natürlich auch so ein Vollkornbrot nehmen, aber einen großen Unterschied macht es dann auch wieder nicht. Dann einfach zusammenrollen, ca. 10-15 Minuten in den Ofen. So,
Essen ist fertig. Guckt euch mal die leckeren Wraps an. Der Käse schmilzt dann so schön. Mit einer Alufolie hatten wir es eigentlich geplant, die haben wir vergessen. Zur Not einfach so ein, was nennt man, so eine Art Spieß dadurch. Und dann hält das zusammen, damit der Käse verläuft. Und dann kann man das schön essen. Ich gönne mir das jetzt mal. Trainingstag am Start. Und ja, heute geht es wieder ans FitX. Ich hoffe mal, dass sie mich heute reinlassen. Ich vermute aber ja, ich habe ja eine Mitgliedschaft. Heute steht Oberkörpertraining an. Und ja, gucken wir einfach mal, was geht, nicht? Auf dem Weg zum FitX gibt es eine kleine Musikempfehlung, eine Songempfehlung, und zwar von Isa Music Adventure. Angekommen im FitX, ich mache heute Oberkörpertraining. Erstmal was für die Brust, dann ein bisschen was für den Rücken. Ich mache gerade was für voll im Fokus drin. Brauchen wir jetzt nicht ablenken. Hi, was trainierst du denn gerade? Ich weiß auch nicht. Oberschenkel. Irgendwas ich da hinten dran brauchst du doch gar nicht mehr, oder? Ich habe 24 cm Hintern verloren. Wir verpassen uns immer mit dem Training, mit der Einheit. Das ist schrecklich. Also. Ja, gut, ein bisschen habe ich ja. Dann müssen wir erstmal aufwärmen. Ne? Wir sehen uns gleich noch. Ich wärme mich jetzt hier fürs Bankdrücken auf und ich sage euch, wie soll man sich da konzentrieren? Muss ich unbedingt hier vor mir ihr rumänisches Kreuz hier machen. Ja, kurzer Einwurf, liebe Sportsfreunde beim Bankdrücken. Ein typischer Fehler. Viele lassen mal so ein bisschen bouncen, auch unbewusst auch nur ein bisschen. Ich möchte euch eine Eselsbrücke zeigen, und zwar ist das eine Feder. Ihr könnt euch vorstellen, die Feder, die zieht sich langsam zusammen. Und wenn ihr dann die Brust berührt, bam, geht die wieder schnell auseinander. Und das ist die Eselsbrücke, die ihr beim Bankdrücken haben müsst, um die Negative perfekt mitnehmen zu müssen oder zu können und dann wieder rauszuballern. Ich zeige das mal. Denkt an die Feder, langsam zusammen, Muskelfasern aktivieren. Und kurz die Brust berühren und explosiv raus. Schön langsam runter. Und raus. Sieht schon, sieht ganz gut aus, ne? Sportsfreunde. Ich glaube, eine Woche hat sie noch bis zum Wettkampf. Mein Oberkörper geht. War auch schon krass, ne? Muss man schon sagen. Meine Beine müssen noch ein bisschen abschmecken. Ja, warte mal. Das will mich nicht verlassen. Ja gut, die sind schon fett. Das, ja, und mein Hinter ist noch da. Der ist noch da. Sascha, zurück aus Afrika. Mach mal die Farbe ab, Sascha. Da sieht der schlimm aus. Farbabgleich, ja. Vor allem meine Hand sieht schlimm aus. Die sieht aus wie der Hintergrund. Guck, dreh dich mal um. Das passt genau rein. Schäferschale. Burrito, du bist ja vegetarisch, ne? Ja, ich bin vegetarisch. Und wann ist deine Challenge? Nächstes Frühjahr. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Das Gute ist, ich kann auch noch Weihnachten und Silvester reinhauen und dann im Januar fange ich an mit der Diät. Truthahn kommt noch auf. So, am Ende des Vlogs ein ganz ernstes Thema nochmal, und zwar das Thema Afrika. Neben mir Sascha, wer bist du eigentlich? Wer findet mich entweder hier in deinem Dunstkreis auf YouTube unter Gotti Lifestyle, jetzt eben auch Vorsitzender, klingt toll, oder? Vorsitzender und Gründer von der NGO. Wovon du ein All-Star bist. Live All-Stars nennt sich das. Und so viel nochmal zum Thema Afrika. Er sieht gerade noch ein bisschen aus wie ein Afrikaner. Er war nämlich gerade da, frisch zurück, einen Monat, so sieht man dann aus. Live All-Stars ist einfach das Projekt, was daraus entstanden ist, auch aus der Reise, wo ich mit dabei war in Afrika. Wer ist dabei? Also du kriegst sicherlich noch die Truppe zusammen, die damals dabei war. Genau, ich war mit dem Stefan da, mit dem Sheng, mit dem Rafa erkennen natürlich. Da war noch eine Praktikantin dabei, die Desiree zum Beispiel. Jetzt war Marc Eggers dabei, bekannt aus TV und ein recht schöner Mensch. War auch schon bei mir im Video drin, kennt ihr sich ja von YouTube, ja. Farina kennt man vor allem als Nova Lana Love, Instagram oder auch auf ihrer Website. Schaut da mal vorbei. Der Cheng war wieder dabei. Der Crispy Rob, auch ein ganz witziger YouTuber mit vielen Challenges. Und wir hatten Mr. Good Life von Facebook. Die Facebook-Plattform, genau, auch recht beliebt. Also recht mächtige Verbündete wieder, und bald kommen vielleicht noch einige dazu. Werdet ihr sehen, wer dann dazu kommt. Jetzt sind wir die Live All-Stars. Wir werden auch wieder vor Ort sein in Tansania. Was ist jetzt der nächste Step, Sascha? Was ist das Ziel? Was wollen wir erreichen? Projekt? Wir haben jetzt in Rekordzeit in den letzten 8 Wochen von der ersten Tour, wo ihr dabei wart und was ihr begründet habt und initiiert habt, einen Verein gegründet nach allen rechtlichen Grundlagen, alles sauber eingetragen, haben jetzt ein Spendenkonto, hoffen jetzt natürlich auf eure Hilfe, denn nur mit den Communities können wir punkten. So, wenn die erste Gürki School entstehen sollte, die dank euch nur entstehen kann, wird er dorthin geschliffen und muss die Steine schleppen und muss dabei sitzen, wenn der Lehrer später reinkommt. Wir sind live vor Ort, im Gegensatz zu allen möglichen anderen Spendenarten. Wir nehmen euren Euro
und bringen ihn dorthin. Machen, ihr seht auf der Website, was gespendet wurde und 1:1 kommt es darüber. Wenn ihr Bock auf das Projekt habt, dann könnt ihr spenden. Ich werde dann, sobald was da ist, rüberfliegen und euch wirklich die nächsten Projekte dort vorstellen. Ob wir da eine Schule bauen oder eine Versorgungsstation. Ihr habt durch uns die Macht, etwas zu bewegen. Ihr werdet die Schulen dort errichten. Ich glaube, das ist einfach eine geile Sache und eine super Idee, einfach YouTube auch dafür zu nutzen, was Gutes zu tun. Ja? Und zeigen, welche Power hinter einer Reichweite steckt. Und die habt ihr, diese Gewalt. Ja, das ist in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, auch für diesen Videoblog. Am Ende muss es mal ernst werden, Sportsfreunde. Danke nochmal an Sascha, checkt nochmal seinen Kanal ab, Gotti Lifestyle. Und sobald was Neues ist, ihr werdet Bescheid wissen, checkt auf jeden Fall in der Infobox mal die Seite schon mal ab. Und in dem Sinne, vielen Dank, auf Wiedersehen. Laying down my cards on the table. Sending out a message in a bottle. Came in through the door like a hurricane.